einer Bombennacht des Jahres 1944 hatten wir unser Einfamilienhaus verloren. An einem der letzten Kriegstage war mein Vater gefallen. Und Großmutter, die die Not der Nachkriegszeit damit gemeistert hatte, dass sie Hakenkreuzfahnen als Souvenirs an Amerikaner verkaufte, war 1946 gestorben. Meine Mutter war daraufhin in ein Sanatorium gekommen, wo sie ihre angegriffenen Nerven zu kurieren versuchte. Ich, Karl Kaiser, wohnte nun allein in der Laube, Nachbar der eigenwilligen Gigi, die mit ihrem kriegsversehrten Bruder gleichfalls ohne Eltern lebte. 1948, während die Rosinenbomber über uns hinweg in die von den Russen blockierte Stadt flogen, liebten wir uns zum ersten Mal. Im selben Jahr tauchte Schnüffelpaule bei uns auf. Mit seinen unerschöpflichen Lebensmittelkartenvorräten und Schwarzmarktkontakten brachte er uns über die größte Not. Eines Tages nahmen Paule, Siegfried und ich einen Job bei der Luftbrücke an. Dort lernten wir Muchenfritz kennen, einen ziemlichen Angeber. Er schloss sich uns an und lud Gigi und mich mehr pro forma, zum Tanzen ein. Im Tanzschuppen machte er sich unverschämt an Gigi heran, und die ließ es sich gefallen. Ich wagte nichts zu tun, erst Siegfried, der später mit Paule dazukam, verschaffte mir Genugtuung. Gigi redete wochenlang kein Wort mehr mit mir. Als aber eines Tages Paule mit einem Kindertransport nach Westdeutschland abgereist und Muchenfritz wegen krummer Sachen im Knast gelandet war, gab es eine Versöhnung mit ihr, die aber durch das Auftauchen meiner Cousine Ingeborg aus der russischen Zone wieder zunichte gemacht wurde. Erst eine Hamstertour vorbei an uns gefährlich vorkommenden russischen Posten zu einem Dorf südlich Berlins, wo wir von einem kommunistischen Funktionär und alten Freund Schnüffelpaules mehrere Säcke voll Zuckerrüben erhielten, und die gelungene Heimkehr ließen Gigi das Kriegsbeil begraben. Nur leider wusste keiner von uns, wie man aus Zuckerrüben Sirup macht. Friedrich hatte Frau Buseberg ausgehorcht, wie man Melasse kocht. Ich weiß nicht, früher hat das anders geschmeckt. Vielleicht haben wir irgendwas falsch gemacht. Falsch? Was heißt falsch? Na, ich meine, Schnüffelpaule hätte bestimmt noch eine Variante gewusst. Schnüffelpaule. Hast du mal einen Schnaps? Mhm. Also, früher war Sirup braun weg, nicht irre. Und das eben gelb. Naja, vielleicht war er braun, weil er angebrannt war. Früher sind ganz andere Sachen angebrannt, weil sie eben braun waren. Bring lieber den Abfall weg. Was ist denn? Tja, also das mit dem Laster Jinge. Der kommt hier ran. Sag ich doch. Wenn nicht, müssen wir ihm die paar Meter laufen. Mann, Papa, ich friere. Wir könnten die Sache in der Veranda machen. Die Veranda ist gut. Da muss aber eine Menge Plunder weg. Da muss er eben weg. Tag. Hi, Frederick. Tag. Ja, und da im Keller könnten wir die Fässer lagern. Ja. Ist da was drin? What knows a stranger? Was? Nun komm doch erst mal rein, wir wissen ja nicht, ob die mitmachen. Hm. Hallo, Mathilde. Hi. Tag. Hallo, Charlie. Tag, Mathilde. What's cooking? Hm? Was soll denn das werden? Sirup. Crazy. Oh, Onkel Robert. Mensch, Ingeborg. Mädel, wie geht's dir denn? Gut. Und die Eltern? Ach, die ärgern sich mit der Maschine aus Lehrstation herum. Aber abhauen wollen sie nicht. Ja. Tag, Gigi. Tag. Ja, und ihr kocht Zuckerrüben. Mhm. Tag, Joel. Tag, Onkel Robert. Aus dir ist ja schon ein richtiger Mann geworden. Na ja. Wir haben uns auch eine ganze Weile nicht gesehen. Mhm. Ja, eure Großmutter hat das aber anders gemacht. Die ist auch schon lange tot. Ja, wollen wir mal nicht alle in die Stube rüber hin? Euer Onkel hat eine Idee. Wir müssen hier weitermachen. Ah, stop it for a moment, Darling. Das ist wichtig. Ja, wenn ihr das Zeug stehen lasst, das schadet ihm nicht.
hört mal alle gut zu. Tja, also folgendes. Ich komme sozusagen an Berme ran. Berme? Was ist denn das? Berme ist Hefe. Es handelt sich um größere Mengen. Um nicht zu sagen, sehr große Mengen. Ich habe mal ihn gekannt nach dem Krieg. Der machte daraus künstliche Leberwurst. Brotaufstrich. Mann, so eine Pampe will doch keiner mehr essen. Ja, keine Ahnung. Wenn es jetzt Winter wird und es gibt immer noch nichts, dann sollst du mal sehen. Ja, es gibt noch zwei Schwierigkeiten. Nur erzähl schon. Die Berme liegt bei Ludwigslust. Ich hab zwar Papiere. Jültier Ostbescheinigung. Ja, ob das klappt, weiß ich trotzdem nicht. Na, hat die Sache Chancen? Na klar. Sonst hätte ich gar nicht davon angefangen. Danke. Die zweite Schwierigkeit ist, wir brauchen den Kellerkran. Welchen Keller? Bei denen unter der Veranda. Die Fässer müssen kalt stehen, sonst zieht die Berme auf. Im Keller? Da steht eine Menge drin. Ja, müssen wir ausräumen. Na, da wäre der Schuppen besser. Und jetzt im Winter ist sowieso kalt. Gut. Und in die Veranda muss die Produktion laufen. Ja, ihr müsst alle mitmachen bei der Wurstfabrik. Bei jedem Bezahlung natürlich. Das alles muss in ein paar Tagen passieren. Dann rollt die Berme. Dann rollt die Berme. Ich hab einen Job. Und ganz guten mit Fressen mit das. Bin in Tempelhof Flugzeuge ausladen, na, wisst ihr ja sicher. Dagegen ist deine Hefe so eine wackelige Kiste. Und was meinst du überhaupt mit Fabrik? Das hat nur Sinn, wenn wir das ganze groß aufziehen. Also, die Hefe mit Wasser und Milchpulver verlängern, dann würzen und salzen und zu einer Paste verrühren. Ja, und dann der Vertrieb. Ja, Pufo oder Lebensmittelfritze nimmt bestimmt auch was ab. Das ist gute Brauereihefe. Außer mir kommt da keiner ran. Ja, und springt was dabei raus? Mindestens 40%. Selbst bei Abzug der Unkosten. Den Überschuss verteilen sie dann alle, ja? Ich hab mir gedacht, ich zahle euch Lohn. Teilen ist besser. Ja, Sie haben den Plan und die Hefe, vielleicht. Ja, und wir anderen hier haben die Arbeitskraft. Ja, und Karl hat die Veranda und den Schuppen. Arbeitskraft. Idee. Die Idee ist viel mehr wert. Eine gute Idee ist schon viel wert. Aber man muss auch alles haben, um sie verwirklichen zu können. Friedrich hat recht. Grundsätzlich, ihr könnt die Veranda haben. Aber jeder, der mitmacht, wird auch am Gewinn beteiligt. Das hätte ich nicht von dir gedacht, Karl. Wir diskutierten bis in den Abend. Onkel Hubert hieb ab und zu mit der Faust auf den Tisch. Schließlich gaben er und Mathilde sich geschlagen. Wir hielten die Sache zwar geheim, aber etwas sickerte doch durch. Buseberg bot sich an, einzusteigen. Und auch Siegfried entschloss sich, Tempelhof und das warme Mittagessen sausen zu lassen für das zweifelhafte Abenteuer, das unter dem Decknamen Leberwurst lief. Schon ein paar Tage später dampften wir ab. Onkel Hubert hatte Verbindungen aus alten Brauereitagen spielen lassen und einen Ostzonenlaster samt Fahrer organisiert. Ich hatte mir so ziemlich alles angezogen, was ich in der Laube finden konnte. Denn Siegfried und ich mussten die Fahrt auf der Ladefläche des LKW machen. Es wurde eine unheimliche Fahrt auf Nebenstraßen, durch Vororte, durch Dörfer, die verlassen schienen. Wir froren. Der Fahrer kannte seinen Weg. Keine Kontrolle hielt uns auf. Erstaunlich, was trotz aller Blockade noch möglich war. Es war längst Nacht geworden, als wir in der Brauerei in Ludwigslust ankamen. Ihr macht auf dem Laster. Aber lasst nach vorne ein bisschen Platz für euer Versteck. Ja, ja. Geht dann gleich wieder retour. Ihr kommt aber spät, Hubert. Ach, ist nun mal so.
So, da stehen sie. Gut. Verstohlen wie Diebe luden wir die Fässer auf. Die Wärme stank erbärmlich. Aber wir kamen schnell voran, jedenfalls schneller als ich dachte. Kaum waren wir fertig, machten wir uns schon auf den Rückweg. Wieder wurden wir durchgeschüttelt. Es roch scharf nach Autoabgasen. Durch die Ritzen zog ein eiskalter Wind. Die meisten Decken waren über die Fässer gelegt und die beiden, die noch übrig waren, konnten uns auch nicht warm halten. Все в порядке? В порядке, да. Понимаете по-русски, да? Я знаю. Хорошая. Холодная ночь, да? Да. Спасибо. Спасибо. И до свидания. До свидания. Papiere, die Onkel Hubert besorgt hatte, schienen erstklassig zu sein. Das letzte Hindernis war überwunden. Dass wir Eisblöcke sind, war wie auf der Kinderlandverschickung. Vom ersten Tag an war unsere künstliche Leberwurst ein Riesenerfolg. Wir verkauften einige hundert Portionen. Die Wurst war sehr streichfähig und bestand aus einer braunen Schmiere aus Hefe, Wasser, Milchpulver und Gewürzen. Unsere Abnehmer mussten über gewaltige Illusionskraft verfügen, um eine Verwandtschaft mit Leberwurst zu entdecken. Mhm. Das Majoran bringt dem Pfiff. Muss wie Landleberwurst. Nein, ich will es nicht. Kannst du dazu tanzen? Ich glaube schon. Zeig mal. Hampel dich so für da oben, du musst vorwärts gehen. Onkel Hubert, kein Spaß bei der Arbeit, hat er pfuscht. Das ist ja nur das Allerneueste.
In den Vertrieb eingeschaltet wurde ein junger Mann, den wir Heringsbändiger nannten. Heringsbändiger war der Sohn unseres Fischhändlers, der mit seinem ausgedienten Bonnemilchwagen höchst selten Fisch ausfuhr, sondern sich mangels Nachschub von der Küste auf saure Gurken und Sauerkraut verlegt hatte. Unsere Kunstleberwurst war eine willkommene Bereicherung seiner Warenpalette. Was denn, schon alles verkauft? Naja, noch nicht ganz. Aber man kann ja nicht genug Vorräte haben, wa? Ja. Na, geh mal ran! Tag. Wie läuft's hier, Chef? Gut. Wie die Feuerwehr, mal besser. Ach, habt ihr gehört? Ist nicht mit rumtanzen. Der Marschhof muss hier sichert werden. Naja, man muss ja nicht hier tanzen. Wir können ja mal rufen hier in Ballo City oder Badewanne. Und warum nicht? Brauchst du neue Ware? Ja, ich mach hier Töpfe. Gut. Prima, tschüss. Tschüss. So muss das laufen. Bist du eifersüchtig? Ich. Nö, natürlich nicht. Du hast ja jeden Abend im Bett. Wie? Wir haben Flasche, ich weiß. Er lebt ja nachts im Bett zwischen euch. Aber ob sich der da das hier fallen lässt, das möchte ich noch bezweifeln. Wieso hier fallen lässt? Keine Ahnungslose. Wo bleibt eigentlich Siegfried? Ich brauche Nachschub. Ja, geh doch mal. Wir brauchen Nachschub. Mhm. Ist was? Nö, nö. Das ist doch irgendwas. Deswegen Wander. Ich will sie nicht mehr. Im Gegenteil, die will ganz mächtig. Warum willst du nicht mehr, oder was? Bist du blöde? Mensch, die Wander, die geht ab wie eine Dakota am Sturzflug, verstehst du? Los, Jester! Ich werde wahrscheinlich offiziell um ihre Hand anhalten müssen. Wenn der Jaulbus nicht so störrisch wäre. Das Aas luft nicht, Janne. Da war unser Hans anders. Und, ist der tot? Nee. Der gewinnt in Hoppejappen. Ist ein Traber. Das hat mein Vater bloß nicht gewusst, als er ihn verkauft hat. Naja. Sternchen Siegel hat ihn gekauft. Der hat ein Auge für Pferde. Der hat sofort gesehen, dass das ein Traber ist. Jetzt heißt er Fliehenpilz und sorgt für Schlangen am Totalisator. Und den habt ihr euch einfach so abnehmen lassen? Naja, wir machen halbe-halbe. Das Sternchen ganz korrekt. Musst mal kennenlernen. Ist ein gewiefter Geschäftsmann. Naja, wie werdet nur mit Tanzen gehen? Naja. Ja. Tschüss. Tschüss. Dann. Leberwurst. Ja, höchste Zeit. Wir haben nur noch zwei mickrige Portionen. Ja, was ist denn? Was ist da? Nichts mehr zu tun? Kannst die Säcke ruhig wieder so hinstellen, wie sich das gehört. Wisst ja wohl, warum. Wie? Ach, nicht wie Ärger hat man mit dem jungen Gemüse. Wisst ihr, was die angestellt haben? Wer?
Ja, wer schon? Meine Wanda, mein Liebling mit ihrem Siegfried. Zusammen gepennt haben sie. Hier, hier, mitten auf der Mehlsäcke, wie die Mäuse, in meinem Laden. Kannst du dir so was vorstellen? Ja, du zuckst die Schultern. Und wenn sie nur angebrütet ist, macht sich doch unglücklich, das Kind. Ja, die sind doch beide erwachsen. Bestimmt verloben sie sich bald. Verloben? Na, das fehlte gerade noch. Ja? Ja, das wäre ja wohl nur noch schöner. Nur damit sie in Ruhe pimpern können. Nee, nee. Nie hätte ich gedacht, dass meine Wanda sollte sich wirklich zu schade sein für sowas. Was hat er denn schon? Der Siegfried. Aber ist ja kein Wunder. Das kommt davon. Das kommt davon, wenn Kinder ohne Mutter groß werden. In dieser Kolonie, da geht es doch zu. Scharen von Kindern ohne Eltern denken, alle sind erwachsen. Und was sind sie? Ganz grün. Hinter der Ohren sind sie noch. Ganz grün. Apropos grün. Wenn du noch eine saure Joke willst, das gleich sind die Letzten. Heringsbenja kriegt keine mehr schwarz aus dem Spreewald. Haben die Fopos jetzt auch dicht gemacht. Na, was ist? Die zwei? Wir haben nämlich heute Abend Besuch. Mhm. Gustav und Agathe bringen frisches Majoran. Der soll sich bloß nicht kriegen lassen, der Gustav. Du, wenn die Kantinamis, nun komm doch, was ist denn mit dem Ding, wenn die Kantinamis den erwischen, je in die Würzeklau, gibt's bestimmt ein Kontrollratsgesetz. Wahrscheinlich die Todesstrafe. Nee, nee, bist du. Mitten auf der Mehlsäcke. Dann wunderst du dich, wenn sie dir Flittchen hinterher zischeln. Na hör mal, wie redest du denn mit deiner Schwester? Du hast sie wohl nicht alle. Ich finde es sehr seriös. Ja, damit kann ich sogar in die Kirche gehen. Halleluja. Aber ein bisschen kürzer könnte es auch sein, hä? Na, wie du willst. Gut. Mhm. Vielleicht gibt es ja bald eine Verlobung. Da passt es. Was denn? Ihr beide? Nee. Du und Gigi? Siegfried und Wanda. Siegfried und Wanda? Laut Puffvogel das? Ach, irgendwann passt Wanda nicht mehr in den Ladentisch. Dann kann sie Puffvogel sowieso nicht mehr gebrauchen. Ach, ich finde, die beiden sind ein schönes Paar. Nach Verloben kommt heiraten. Wie will denn Siegfried eine Frau ernähren? Wer sagt denn, dass nach Verloben heiraten kommt? Außerdem können sie beide auf dem Rummel arbeiten. Da werden sie bestimmt genommen. Noch ihr seid roh. Ich finde auch, dass sie zusammenpassen. Ja, das war ja nur ein Scherz. Wenn bei mir doch auch mal der Richtige kommen würde. Gustav, jetzt reicht es aber. Du frisst ja Ingeborg und Karl alles weg. Ach. Und außerdem hatte ich auch noch nichts. Strom sparen. Ist es schon wieder 10? Gustav! Du egoistische, diefräßige Schwein, du! Brrr, brrr, brrr. Schönen guten Tag. Tag, das ist Herr Siegel. Das ist der Partner meines Vaters und der Herr Siegel wollte mal eure Fabrik ankicken. Mhm. Guten Tag, Kaiser mein Name. Es ist mir eine Ehre, die Herrschaften kennenzulernen. Ich bin ein neugieriger Mensch. Wollte unbedingt Ihre interessante Produktionsstätte kennenlernen. Ah, Kundschaft. Angenehm. Der junge Mann war so freundlich. Ich will kosten. Hatte bereits das Vergnügen, ihr herrliches Produkt zu kosten. Ich muss sagen, ohne zu übertreiben, bin hingerissen. Will der Kerl uns verarschen? Ich habe mir erlaubt, ein kleines Präsent mitzubringen. Ich werde nicht mehr. Echtes Weihnachtspapier. Christliche Weihnacht steht ins Haus.
Es könnte verkaufsfördernd sein, wenn Sie Ihre köstliche Leberwurst in würdiger Verpackung anbieten. Mann, das wird der Verkaufsschlager. Was so alles noch rumschwirrt. Tag, Leute. Tag. Ich möchte hiermit offiziell mitteilen, dass meine Wanda ist ja sozusagen mein einziges Kind. Also sie verlobt sich also, ist ja fester Wille. Mit Siegfried übrigens. Naja, natürlich finde ich das zu früh, aber wo wird heute schon noch ein Vater gefragt? Aber lassen wir das. Was gefügt ist, soll der Mensch nicht trennen oder so ähnlich. Was ist das denn? Ihr habt Weihnachtspapier? Woher habt ihr denn das Weihnachtspapier? Von Nancy. Dachte mir, ist eine gute Gelegenheit, alte Bestände unter die Leute zu bringen. Gibt's noch mehr davon? Na, wenn es gefällig ist. Ist es. Dann sind sie hoch eingeladen. Danke. Wie war doch gleich der Name? Meine Freunde nennen mich Sternchen. Darf ich in dieser schönen weihnachtlichen Stimmung als der Onkel des Paares ein paar Worte an Sie richten? Meine lieben Brautleute, wenn wir uns heute hier versammelt haben, um eure Verlobung zu feiern, so wollen wir nicht vergessen, euch für euren Mut zu danken, dass ihr in so ernsten Zeiten den Bund fürs Leben eingehen wollt. Denn die Verlobung ist ja das Versprechen für jenes Bündnis, das Ehe heißt. Auch ich habe in schweren Zeiten immer versucht, dem Leben treu zu bleiben. Im Krieg habe ich im Fronttheater mitgewirkt. Mein Gott, wie klein sie war. Wie oft habe ich sie auf meinen Knien geschaukelt. Unsere Wanda, die jetzt hier als Braut sitzt, an der Seite dieses tüchtigen jungen Mannes. Wie oft habe ich ihr vorgezaubert. Und wie hat sie es mir mit einem Lächeln gelohnt. Naja. Nun, es ist ja auch ein heiterer Anlass. Ein Fest, das so fröhlich beginnt, soll man nicht durch ernste Worte in andere Bahnen lenken. Nehmen wir es als ein gutes Omen. Unser Brautpaar, es lebe. Hoch! 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 Herein! Ich darf der Festgemeinde einen schönen Abend wünschen. Und bitte mal zu spät kommen zu entschuldigen. Wenn ich jetzt weiß,
erlauben darf. Einen herzlichen Glückwunsch dem Paar. Danke. Ich dachte mir, es sei eine gute Gelegenheit aufzubrauchen. Hey. Ein paar Vorräte aus der Friedenszeit. Danke sehr, auch nett von Ihnen, verehrter Herr Vogel, herzlichen Glückwunsch. Freut mich, dass Sie gekommen sind, Herr Siegel. Das ist mein Bruder Xylander, ein großer Magier. Seine Partnerin Amaryllis. Freut mich sehr, ein Künstler. Ja. Angenehm, sehr angenehm. Ich bitte, die Verpackung zu öffnen. Los. Ja. Los. Oh. Käse. Guten Abend. Bohnenkaffee. Gesegnet ist weiter zu bleiben, wie du siehst. Kick mal. Gesegnet ist weiter. Cognac. Guten Abend. Na, das macht die Gesundheit. Geht. Agathe Fanselow. Guten Abend. Sternchen Siegel. Man nennt mich Sternchen. Setzen Sie sich doch zu uns. Ja, danke. Dankeschön. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ein Kartoffelschnaps? Oh ja, sehr gerne. Sie hat ihn an der Angel. Tröpfchen aus dem kleinen Enkeltröpfchen, Tröpfchen aus dem kleinen Enkeltröpfchen. Hauptsache, es gibt dir was Anständiges zu saufen. Frau Bulldog. Frau Bulldog, sie ist aber noch ganz schön in Schwung, Bulldog. Du, deine Gaschen. Wollen wir aufgehen? Ja.
Was kommt davon, wenn Kinder ohne Eltern groß werden? Ins Bett. Ja, ja, ins Bett. Ich will jetzt Himbeerpudding. Au. Von dir. Du bist ein Schlein. Nicht sein Twissi. Wer so Twissi stiehlt, ein Schlein. Du bist ein Schlein. Wo ist denn Herings bei dir? Zu Hause. Guck mal, von ihm. Geschenk für uns alle. Rollmöpse. Wo hat denn die her? Bestimmt von Sternchen Siegel. Und wie geht's Gigi? Schläft noch. Gigi. Seid ihr sicher, dass ich hier richtig bin? Ganz sicher. Wieso hast du nicht hier geschlafen? Ich war bei Heringsbändiger. Warum? Ach, das hat sich so ergeben nach dem Fest. Nach welchem Fest? Gestern, nach der Verlobungsfeier. Ach du liebe Güte. Das ist ja eine schöne Schlagerei. Auch in den folgenden Wochen nahm die Beliebtheit von Huberts Leberwurstersatz nicht ab, sondern eher zu. Onkel Hubert hatte, was übrigens den Tatsachen entsprach, unter die Leute gestreut, dass unser Rohstoff zu Ende ging. Es schien, als wollten unsere Kunden sich einen Vorrat anlegen für die ersatzwurstlose Zeit. Ingeborg und Gigi waren dicke Freundinnen geworden. Nachschub! Brauchst doch mal alle her. Ich war auf dem Amt. Wir kriegen Brennholz. Jeder kriegt einen Baum angewiesen, den er fällen darf. Und wer von euch noch eine Brennholzkarte hat, der gibt sie mir. Ich mach das mit dem Amt aus. Das ist ja dick. Aber ich denke, Bürgermeister Friedensburg hat verboten, dass die Alliierten den ganzen Junewald zum Abholzen freigeben. Na, das wird er sich woanders überlegt haben. 120.000 Festmeter haben sie bewilligt. Wo stehen denn die Bäume? Beim Jahren 74. Und wie gesagt, wer die Karte mir gibt, ich erledige das.
Ich komme nachher bei Ihnen vorbei. Ich auch. Gut. Und ihr? Na ja. Ich sammle hier einen und bringe Ihnen dann die Karten. Warten Sie mal. Danke, das wäre aber nicht nötig. Na denn, Wiedersehen. 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 Jagen 74, wisst ihr, wo das ist? Trampa Wannsee. Ich habe meine Postverwaltung gearbeitet, oder? Bis von hier nach, ich würde sagen, zu Fuß ungefähr eine Stunde, oder? Wie sollen wir denn die Bäume hierher kriegen? Na, im Handwagen. Puhvogel hat einen, wir haben einen und Sie auch. Ja, und ich hab auch einen. Naja, Wanner und ich, wir... Naja, frag mal nicht, wie der aussieht. Ein Baum hält er nicht mehr aus. Naja, Stück für Stück. Wie auf Wissen erfahren. Aber wir könnten Heringsbenja fahren. Der hat auf Pferd und Waren. Aber mit dem Milchwagen kannst du kein Holz abtransportieren. Ist ja völlig ungeeignet. Mensch, Königsweg, da wohnt einer aus meiner Brauerei. Ja, der hat früher ein Fuhrgeschäft gehabt. Der hat bestimmt noch einen Wagen mit Jummireifen. Und da könnten wir das Pferd von Heringsbenja vorspannen. Eichelkraut heißt der Mann. Das wäre doch nicht schlecht. Na ja, das mit der Holzaktion, das ist so eine Sache. Da kommen öfter welche und fragen. Aber ich habe ja kein Pferd nicht mehr. Da geht ja nur um den Waren. Ein Pferd haben wir. Wennst du uns den bräuen könntest. Ja, aber da ist keine Luft mehr in der Reifen. Und würden euch gern leihen, aber... Die letzte Luft war 44 drin. Ob sie noch reingeht, weiß ich nicht. Müssen wir eben versuchen. Luftpumpe bringen wir auch mit. Eine Luftpumpe ist kein Problem, die habe ich selber. Na, dann komm mit. Da, Jörgchen. Das ist er. Dann geh und pump ein bisschen Luft. Ein Pferd könnte ich auch gebrauchen. Ich weiß ein Geschäft. Hier draußen gibt's noch so viel Sickergruben. Das Zeug muss auch weg. Ventil ist undicht. Ich hab auch kein Ventil. Puhvogel. Nee. Müssen wir Heringsbenja fragen. Zur Not muss der jetzt aus seinem Wagen schrauben. Die übrigen Räder hielten die Luft. Heringsbändiger rückte ein Ventil heraus und am Sonntag, dem einzigen Tag, an dem wir das Pferd kriegen konnten, holten wir den Wagen. Bring mal den Wagen rüber! Zieh doch mal richtig durch, Mensch. Bezugschein bitte. Ja, Moment. Na, bist ja schon ein richtiger Mann. So, bitte. Danke sehr. Fehlt es jetzt nicht mehr. Ich glaube, es reicht. Also,
Sag mal, hau hoch, komm mit Spucke. Die Mädchen übernehmen die Krone. Willi und der Huber, danke, Wanda, übernehmen den Stamm. Friedrich! Wir sind hier nicht bei der Organisation Tott, Herr Puhvogel, falls Sie es noch nicht gemerkt haben. Entschuldigung, aber so eine Sache, einer muss das Kommando hier führen, ja? Gut, dann lassen wir doch mal Herrn Puhvogel den einen sein. Also, wenn wir jetzt schon eine Wolle kriegen, können wir gleich nach Hause gehen, oder? Wie lautet denn nun das Kommando? Schön, wiederhole. Mädchen in die Krone? Ach, sind schon. Gut. Herr Buseberg, dürfte ich Sie freundlichst, liebenswürdigst mal an meine Säge bitten? Danke. Karl? Ach, Karl sollte jetzt vielleicht noch kleine Pause machen. Und die übrigen? Ach, sollen die von mir aus einteilen, wie Sie wollen? Na bitte, schön. Geht doch nicht über präzise Befehle. Danke. Also. Ja, komm. Na, jetzt aber. Wandern von mir. Ja, und zieh mal. Komm mit. Wollen wir heizen zweimal? Einmal hier, einmal im Ofen. Gott sei Dank, kann's endlich losgehen, ja? Komm, gleich ruft damit, gleich ruft. Ja, kann ich was mitnehmen? Ja, reicht nicht. Das ist schön scharf. Ich habe ein Federbett besorgt. Was? Für Karl. Kann er jetzt auf dem Sofa schlafen? Oder ich gehe aufs Sofa. Wenn Heringsbändiger wüsste, dass wir... Also ich glaube, das wird er nicht verstehen. Du kannst es ja auch nicht verstehen. Ich habe mich dran gewöhnt. Da wird Kai erfrieren demnächst. Und du auch. Ich habe die Klappe halt. Ja. Da ist meiner hier. Sag mal, kannst du ruhig sagen, wenn es anders ist? Ihr habt nie... Und Kai hat nie versucht, ich meine... Natürlich hat er. Aber ich habe das von Anfang an klar gemacht. Dabei kann ich ihn noch nicht mal übel nehmen. Na, hoffentlich lässt er sich das gefallen. Er hat in letzter Zeit so was wie der eigene Meinung. Ist ja alles bestens organisiert, Baron. Ja, ich hab doch auch einen Kommandanten. Ja, ich weiß, du brauchst Geld. Du bist verheiratet. Sag mal, stimmt das eigentlich? Ich hab in den Tagesspiegel gelesen. Die Alliierten wollten, dass der ganze Hunewald abgeholzt wird. Das Brennholz? Stimmt. Die Briten waren da ganz vorne weg. Die müssen irgendwas hier in Wälder haben. Vielleicht haben sie immer noch Angst vor Robin Hood. Wir haben Angst, wir bauen eine Flotte. Wir haben Skagerrak auch nicht vergessen. Ach, ja. So ist es. Jedenfalls hat Bürgermeister Friedensburg gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja. Ja, Traute hat er ja. Und dann hat der Stadtkommandant ihn kommen lassen und hat gewollt, I shall kill you. Ich töte sie. Das muss man sich mal vorstellen, der Kommandant. Mann, muss der eine Wut gehabt haben. Ja. Also, wiedersehen. Ja, hier. Nee, behalten Sie mal. Oh, danke, ja. Und kommt ruhig morgen wieder. Ich habe noch einen schönen Baum für euch. Ja? Machen wir. Wiedersehen. Wiedersehen. Los. Wiedersehen. 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 Kommen wir zu.